Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir Mr. Satans Training abgeschlossen und ja, wie man sieht, bei Gotenks kann ich wieder was machen. Ich habe meine Beziehung zu Gotenks maximiert. Das heißt, wir können mit dem das Training heute auch abschließen. Machen wir das mal. Sprich mir die. Gut, es ist Zeit mit dem Training anzufangen. Aber wir gehen dabei nicht so ins Detail wie Piccolo. Sieh mir von der Seite aus zu und studiere meine Bewegung. Jetzt sollten wir jemanden finden, gegen den wir kämpfen. Suche nach einem bösen aussehenden Kerl und kämpfe gegen ihn. Warum siehst du so besorgt aus? Es ist okay. Du willst eine neue Fähigkeit lernen? Dann hab einfach Spaß. Und jetzt los. Okay, buh. Beide. Stirb, stirb, Raketensalbe. Das könnte mir gefallen. Okay. Ich spiele jetzt auf Level 65. Ich habe bis jetzt nur Key-Explosionen aufgelevelt. Die sind jetzt auf 72. Und ich habe nicht so weit geführt, die deutlich stärker geworden sind, außer ihr Gegner, ja, Level mit, was irgendwie Sinn macht, ne? Ich bin stark, was? So, und das sind jetzt, ach gut, das kämpft mit uns mit. Ah, kein Ding. Da kommt der dicke Bu. Ja, der Super Buu. Und der dicke Buu. Irgendwie kein Sinn hat, Super Buu schwächer ist. Theoretisch ist er auch nicht stärker, aber. Na, gucken wir mal an, wie viel er abzieht. Ich glaube, ein bisschen mehr, ne? Ja. Ich glaube, ein. Sehr gut. Und jetzt Galactic Donut. Boah, treffe ich überhaupt jetzt damit in letzter Zeit? Nee, ne? Ey. Ich will eigentlich grabben, aber ich habe keine Ausdauer. Komm her, ey. Ist auch ein bisschen stärker, bin ich auf jeden Fall schon. Weil die Kämpfe sind auch ein bisschen schwach, glaube ich. Nicht so schwer, meine ich. Aber warum drehst du dich hin? So, jetzt komm mal. Was ist das? Nein! So. Wie ist mit dem aus? Boah, was machst du denn da? Hätte schon längst tot sein können. Was? Meier. Jetzt komm her. Super, perfektes Kamehameha. Sehr gut. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen regelmäßiger die Pass rauszuhauen. Dafür aber nur 20 Minuten. Weil ich möchte bald mit einem neuen Projekt anfangen. Und so weit entfernt vom Ende sind wir ja, glaube ich, auch nicht. Also ja. Also könnte sein, dass jetzt in Zukunft mehr Projekt-Parts kommen. Nur damit ihr es wisst. Wir werden wahrscheinlich in diesem Part nur Gotenks Training machen. Wo ich glaube, da bin ich ein bisschen kurz. Oh, Zett, jawohl. Super Angriff. Stirb, stirb, Raketensalbe. Augenblick ist sie besser als diese erste Fähigkeit, die ich hatte, ganz am Anfang. Wo ich wild wie ein Blöder durch mich geworfen habe und nichts getroffen habe. Weil die Attacke kenne ich noch. Von Gotenks. Wow, das war echt heftig. Ich dachte nicht, dass der Gute und Böse Buu zusammen sind. Mach nicht so ein Gesicht, wir haben doch gewonnen. Und du hast meine Stirb, stirb, Raketensalbe gelernt. Das ist was. Auf jeden Fall ist die Fähigkeit großartig. Die Gegner gerieren durch. Die Anwendung ist schwer, die Beherrschung kann also etwas dauern. Trainiere, bis du sie richtig kannst. Dann machen wir weiter. Ich werde warten. Ja, okay, nichts mit einsetzen. Man kann ja einfach wie blöd weitermachen. Ja, in einer geraden Linie. Das ist doch mal was richtig Gutes. Weiter. Machen wir mit dem nächsten Training weiter. Salutiere. Wieso guckst du so böse? Habe ich es übertrieben? Oh je, du bist mein Schüler. Keine Respektlosigkeit.
Benutzt du eigentlich die Stäbchen-Raketensalve? Jetzt schon. Benutzt sie als letzten Angriff. Du willst wissen, was das bedeutet? Du weißt ja gar nichts. In Kämpfen muss man cool sein. Als mein Schüler solltest du was wissen. Wenn du das Training beendest, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei. Sehe Gotenks mit Stäbchen-Raketensalve in 5 Minuten. Super Kamikaze-Attacke. Was? Jetzt schon? Okay. Super Ghost Kamikaze-Attacke meint jawohl. Okay, schon so früh. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Guck mal. Super Ultra ultimativer Move. Besiege Gotenks mit Stirbstoff-Raketensalve. Wird da wesentlich einfach sein als mit Mr. Satan. Erstmal musst du mir auch Papier laden lassen. Und diesen Angriff, ne? Den kenne ich noch aus Fangspiel mit Gotenks, wo ich jetzt die ganze Zeit Erfahrungspunkte farme. So 15.000. So, komm mal her. Ja, ist auch schon mal was. Komm mal her. Ist doch geil, der Angriff. Komm schon, bisschen schneller. Muss gehen, ja, puff. Mann. Dieser Angriff, ne? Boah, echt. Die spammen ihre Ausweichangriffe, wie blöd. So wie ich mit meinen Ultimativen. So, jetzt ungefähr. Jetzt komm. Mach ich dich platt. Ich hab den Angriff, lasse ich drinne. Der ist gut. Oh, ja. Der Angriff ist geil. Ist mal ein bisschen anders. Super Kamikaze-Attacke. Ich glaube nicht, dass das die Ghost Kamikaze-Attacke ist. Aber naja. So, nächstes Training direkt. Du bist ziemlich gut. Du arbeitest viel zu hart für neue Fähigkeiten. Du hast meine Anerkennung. Du bist wirklich stark. Du hast die neue Fähigkeit gelernt, oder? Sie heißt Kamikaze-Angriff und hat sogar Majibu Angst gemacht. Mal sehen, ob du sie beherrschst. Ich glaube, du schaffst es. Nutze deine Fähigkeit und sammle mehr Erfahrung im Kampf. Die Anwendung ist schwer. Du bist stärker, wenn du sie erlernst. Und jetzt los. Bams. Aber ich tue ihn mal natürlich reinpacken einmal. Okay, ist Kamikaze-Attacke. Ich habe wichtige Neuigkeiten für dich. Es ist echt total wichtig. Mein Training mit dir ist beendet. Überrascht? Warst du überrascht? Sagen wir einfach, dass du es warst. Ich habe dir schon all meine Moves beigebracht. Das war's. Aber ich bin immer noch der Boss. Das zeige ich dir im Kampf. Besiege mich und ich lehre dich einen meinen finalen Angriffen. Also ich zeig dir, was wahre Überlegenheit bedeutet. Okay. Super Kamikaze-Attacke. Okay, ich nehme an, mit dem Superangriff tut man nur einen Geist verschießen. Mit Super Ghost Kamikaze-Attacke mehrere. Irgendwie so 9 oder irgendwie sowas. Man hat, glaube ich, in der Serie. Okay, haben wir Training schon in 10 Minuten gleich erledigt. Ich kann mir direkt einen neuen Meister suchen. Schon mal anfangen. Da bist du. Mal. Ja, bist du nicht mal? Und sieht ja nicht so aus wie ich, ey. Boah. Ma. Hier geblieben. Was ist das? Ich treffe damit überhaupt nicht. So, das klappt jetzt. Boah, ist ja doof. Verdammt. Mal her.
Mal Respekt vor dem Alter, ja. Warte, buff. Wo ist das? Nein. Einfach durch die Kick-Explosion durch. Ey. Wie jetzt? Oh. Das könnte jetzt nerviger werden. Wir sind jetzt zu zweit, ich habe ein Problem. Na, das war nicht so gut, oder? Boom! Mal klar, das nicht so einfach wird, ne? Okay, gut, Trunks setzt sich wirklich raus aus dem Kampf, habe ich das Gefühl. Ey, die können ihre Ausweichangriff so oft einsetzen. Okay, die haben natürlich Ausdauer, aber trotzdem. Boah, wir sind mich auf den. Das soll ich noch in ein paar Minuten schaffen. Ja, und hier kommt mein Super Kamehameha. Ah, boom. Buff. Buff. Und ein Geist. Nixa. Boom, selber schuld. Die haben Super Saiyan 3 Gotenks direkt eingesetzt. Merke ich gerade erst. Ich dachte, Super Gotenks, das ist ja Super Saiyan, verdammt. War sarkastisch gemeint. Nee, okay. Junge, ich mach dich platt. Super Kamikaze-Attacke, okay. Ich nehme an, damit verschießt sich mehr Geister. Okay, Training mit Gotenks abgeschlossen. Hm. Du hast meine Ultra Super Saiyajin besiegt. Auf den war ich so stolz. Ich kämpfe mit voller Stärke, du bist echt erstaunlich. Das ist das letzte Training. Ich habe dir schon die Super Kamikaze-Attacke gezeigt. Das Training mit dir hat Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie traurig. Nicht nur deswegen, du bist auch immer mehr mein Untergebener. Wir sind jetzt Freunde. Freunde, die sich im Kampf gefunden haben. Sieh die Fähigkeiten, die ich dir gezeigt habe, als Freundschaftsbeweis an. Unser Training ist vorbei, aber wir werden immer zusammen sein. Lass uns irgendwann wieder zusammen spielen. Okay. Noch ein Meister abgeschlossen. So, dann brauche ich wieder einen neuen Meister. Guck mal, wen wir hier finden. Ich hätte gerne den Raketenangriff wieder, der war richtig geil. So, neuer Meister, bitte. Wenn es geht, wenn es nicht zu viel verlangt ist. So, Vegeta, Krillin haben wir noch gesehen. Ginyu lief ja auch ein paar Mal rum, Son Gohan. Aber wenn ich die natürlich wieder in den Aufnahmen suche, finde ich die natürlich nicht. Das ist immer so, weiß ich nicht, typisch. Komm schon. Ein. Mindestens ein. Jetzt mache ich noch eine Parallelquest. Komm schon. Ja, und ich weiß, das ist immer in den Aufnahmen. Ginyu, daneben Ginyu, mir doch ja. Oh Gott. Hm, du schon wieder? Machst du einen Test, weil das Ginyu-Kommando so cool ist? Kannst du mal bitten, Student dieses Charakters werden? Bitten? Ja.
Warum nicht? Du bist so motiviert. So stelle ich mir einen Kandidaten vor. Das Spezialtraining Teil 1. Zeig mir deine Kräfte. Keine Angst, stell es als Bewerbungsgespräch vor. Es wird kein Bewerbungsgespräch, in dem es darum geht, weshalb du da bist. Wir lassen die Fäuste sprechen und ich prüfe, wie stark du bist. Wenn du dich besiegst, zeige ich die Spezialkampfpose des Kommandos. Du kannst es kaum erwarten, oder? Also los. To! Boah, ich glaube, das Training wird nicht so gut. Was soll ich damit Kampfposen? Ja, Hauptsache neuer Meister. Bisschen, weiß nicht, nächsten Aufnahmen habe ich auf jeden Fall wieder Beziehungen mit dem maximiert, dann kann man wieder dadurch starten. So. Oh Gott. Welches Level bist du denn? 20. So eine Dings da reinpacken kann, Parallelquest. Ja. Der will bestimmt am Ende des Trainings meinen Körper klauen. So, ich habe eine Kampfpose bekommen, die werde ich bestimmt nicht einsetzen. Also ich muss sie im Training einsetzen. Ah. Okay, dann versuchen wir noch irgendeine Parallelquest dazwischen zu packen. Haha, nicht übel. Ich habe lange nicht mehr gekämpft. Mein Herz getanzt. Wenn ich von Tanzen rede, meine ich keinen Chases oder Pirouetten. Das bedeutet, dass ich aufgeregt bin. Ich nehme dich unter Vorbehalt ins Ginyu-Kommando auf Probe. Du hast gerade eine Vernichtungspose des Ginyu-Kommandos gelernt. Sie heißt Kampfpose F. Sie ist cool, aber nichts wert, wenn du sie im Kampf nicht beherrschst. Meister sie im Kampf, wenn du stärker bist. Trainieren wir weiter. Ich freue mich auf dein nächstes Training. Ginyu ist jetzt ein Meister. Yay. Ich würde gerne jemand anladen. Vegeta oder Krillin oder Son Gohan. Vielleicht finden wir noch jemanden. Ich glaube, Parallelquest schaue ich jetzt nicht mehr so. Wie gesagt, die Parts sollen ein bisschen kürzer werden, damit ich mehr raushauen kann. Also ja. Dann tun wir mal irgendeine Parallelquest annehmen, wo... Weiß ich nicht. Wenig Gegner sind. Ich hoffe, dass wir die ganz schnell schaffen. Imagine, ja, da muss ich 30 von denen erledigen, glaube ich. Machen wir das hier ganz schnell. Mit Ginyu an unsere Seite natürlich. Wie sah hier? Ha, cool. Das kommt überhaupt nicht merkwürdig rüber. So, ich werde jetzt sofort von einem super Angriff spammen, um den Kampf schnell zu beenden. Also ja. Wahrscheinlich ruckelt es hier wieder wie blöd, weil tut es immer im Weltkampf. Wir haben gar nicht so viel AP, gut. Hat hier immer am Lecken. Oh, schnell. Die 18 sagt gar nichts einfach. Ich kämpft einfach mit. Ich weiß, in der Story hat sie auch mitgekämpft. Dragon Ball Z. Aber ihr wisst schon, was ich meine hier, ne? Und perfektes. Kamehameha. Jawohl. Genug reicht. Hier am Lecken, ne? Warte mal, das wird auch gut. Das ist auch cool. Alter, die blockt hier die ganze Zeit, ne? Also, das schaffe ich noch. Oh, was? Aber
Wahrscheinlich durch jetzt eine Bonus-Herausforderung und so alles bekommen, ne? Das ist doch immer so, wenn ich das gerade nicht brauche. Was? Okay, C18. Stirb! Ich hab gesagt, stirb! Und jetzt die hier noch. Irgendeiner von uns da treffen, jawohl. Das ist perfekt, wenn der Gegner noch ganz wenig KP hat. Boah. Oh, sehr gut. Natürlich, du jetzt Bonus-Herausforderung. Satan. Mal, jetzt kommt noch ein Gegner. Warum? Oh, muss das jetzt echt sein? Boah. Muss jetzt echt sein, ne? Jetzt, wo ich die Parts ein bisschen kleiner machen will, kommen natürlich 1 Milliarde Gegner. Das war natürlich so klar. Ihr könnt mich doch mal. Warum macht das Spiel nie, was ich will? Irgendwie treffe ich die ganze Zeit nur Son Goku an. Vegeta nicht. Ja, Son Goku treffe ich die ganze Zeit. Keine Ahnung, was hier los ist. Boah. Wo ist das hier wieder am Lecken? Hier geht viel zu viel ab. Mein Gott. Es Son Goku dreht sich zum Boss. Oder jemand kann mir an mir anrufen? Autsch. Hilfe, was zum Teufel? Mach doch mal jemand Son Goku an ihr platt. Warte. Oh mein Gott. Son Goku an. Kannst du mal bitte verrecken? Danke. Und jetzt Vegeta, komm her. Ah, Ginyu ist kaputt. Ginyu Goku. Goku. Ginyu. Keine Ahnung. Boah. Nein. Ich bin tot. Hilf mir bitte jemand hoch. Okay, nur danke. Boah, ein Treffer, echt. Dann auch noch als Super Saiyajin. Nein. Oh Mann. Also ausgerechnet, wenn ich jetzt ein bisschen Parts kürzer machen will. Immer. Es war natürlich wieder so klar. Warum sind die Parallelquests auch so schwer? Ehrlich. Friss das. Friss das. Komm her, wie du greifst an. Hier. Boah. Oh, komm her, Son Goku, ehrlich. Jetzt haben wir hier die ultimative mal geschafft. On screen. Und Level Up, das machen wir im nächsten Part.
Das ist ja mein Transform-Objekt, okay. Auch wenn wir immer nur einen Gegenstand hier bekommen. Würde ich sagen, ja. Ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.